Ich bin da etwas unausgeschlafen, weil ich gestern einen drauf gemacht habe wegen Peter Handke, der den Literatur-Nobelpreis bekommen hat. Ich habe ihn kennengelernt 1966 im Theater am Turm in Frankfurt als einen, der sich geradezu in seinen Mut verrennt. Gut, dass es solche Dichter gibt. Selbst Dennis Scheck, der Nachfolger Reich Kranitzkis auf Erden, lobt die Nobelpreisakademie dafür, Peter Handke den Preis zugesprochen zu haben, als eine Provokation und als eine schallende Ohrfeige für Political Correctness. So weit, so gut, aber dann wird Scheck selber politisch korrekt und der Respekt vor Scheck wächst nur noch insofern, wie viel Hirnersatzmasse zwischen solche Ohren passt. Wenn er Peter Handke einen Idioten beschimpft und als einen schlechten Menschen, weil der damals so scharf gegen den völkerrechtswidrigen Überfall der deutschen Wehrmacht, hätte ich beinahe gesagt, der deutschen Bundeswehr auf Belgrad protestiert hatte. Und Sandra Kegel, die Buchfachfrau, sitzt nur wie eine Werbewaschfrau für Sunil der 50er in den amerikanisch besetzten Zonen dabei und lacht.